Tja, mehr erfahre ich wohl nicht von dir. Heißt das, ich bin frei? Volltest. König von Temerien ist ermordet worden. Derzeit bist du der einzige Verdächtige. Ich soll im Loch verschimmeln, weil der Mörder klüger ist als du? Wie bitter. Du wirst schon nicht im Loch verschimmeln. Man wird dich aufhängen. Sag ihnen, dass sie das nicht tun dürfen. Ich habe keinerlei Einfluss auf das Urteil des Gerichts. Ja, ich kann jetzt Triss mit reinziehen. Voltest hat viel von dir erzählt. Ohne ihn wäre ich heute ein Säufer oder Landstreicher. Voltest hat mehr für mich getan als mein Vater. Mein Vater hat gar nichts für mich getan, hab ihn nie getroffen. Und daher werde ich erst ruhen, wenn der Mörder bestraft wurde. Worin besteht dein Dienst, Bernd? Ich führe Befehle aus, die andere nicht ausführen können. Wie steht es in Temerien? Der Regentenrat ist zusammengetreten, um Ordnung zu schaffen. Das bedeutet dreierlei. Es herrscht Unbeschreibliches drunter und drüber, der Wein geht aus und die Huren verdienen sich goldene Nasen. Nimmt Triss an den Beratungen teil? Ja, aber sie wird nur erfahren, dass sie überflüssig ist. Woher weißt du das? Es ist mein Beruf, solche Dinge zu wissen. Sie wollen ein Königreich ohne Zauberin? Sie haben gerade ein Königreich ohne König und nutzen die Gelegenheit, um Triss loszuwerden. Wer wird regieren? Die primären Prätendenten sind Graf Maravell und Baron Kimbold. Die balgen sich jetzt schon um die Burg La Valette. Voltests Bankerte gibt es auch noch. Und in deren Adern fließt königliches Blut. Sie haben ein Anrecht auf den Thron, nicht diese dahergelaufenen Adligen. Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorvets Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Wes! Bring was zu trinken. Hatte der den nicht vor einer halben Stunde schon losgeschickt oder so? Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Überzeugende Schluckgeräusche. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr, darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Über Voltests Tod? Eher über Geralds Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren.
Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Wes! Verhör beendet. Fessle ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Iss. Kannst es brauchen. Sexy Hose. Geralt. Kann ich ihr Quicks helfen? Wäre super toll. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder. Ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell, ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Volltests Tod erteilen. An so einem Scheißhaufen macht man sich doch nur die Hände schmutzig. Ich kann nicht speichern. Hast recht. Wofür gibt's Henker? Wache! Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Wie lange wollt ihr mich hier festhalten? Sehnsucht nach dem Henker? Keine Bange, morgen lernst du ihn kennen. Und wir sehen uns mit Vergnügen an, wie er dich häutet. Habt ihr den wahren Täter schon gefunden? Was, du warst es nicht? Hey, verdammt, öffnet die Zelle, der hier ist unschuldig. Hoffentlich bist du morgen bei der Exekution auch noch so ein Witzbold. Ich schneide keine Hälse auf. Ich bin kein Mörder. Erzähl keine Märchen. Sie haben dich auf frischer Tat ertappt. Es war überhaupt keiner dort. Morgen werden alle da sein, wenn nicht der Henker pellt. Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Dresch dir das Gekröse aus dem Balk. Ach so. Okay, ich muss gewisse Tasten drücken. Ah. Ganz schnell aufblinkende Tasten heißt nicht, dass ich sie mehrfach drücken soll, sondern trotzdem nur einmal. Okay, die Kämpfe sind sehr viel sinnvoller gemacht als in Witcher 1, muss ich sagen. Könnte ich bitte das nehmen?
Dankeschön. Okay, öffnen wir. Ja, okay, wir haben unser Amulett noch, das heißt, wir können noch hier Sachen machen. Yay, einen kleinen Knüppel. Super. Es freut mich, dass ich sowas Tolles finden konnte. Was haben wir denn sonst noch hier? Nichts. Anscheinend nichts. Okay, dann würde ich sagen. Verdammte Fackeln, sie werden mich verraten. Anschleißend Y, was? Hä? Was war das? Verdammt! Hä? Ich bin gerade... Ich hänge in der Tür fest. Eigentlich hatte ich das jetzt so nicht vor. Ist eigentlich alles das, was ich bis jetzt dabei hatte, vollkommen für die Cut. Ist alles umsonst gemacht. Okay, ich, Hide and Seek ist immer schon meine Stärke gewesen. Um ehrlich zu sein, ja, das glaube ich. Du bist doch schon... Oh. Also ich bin gerade nicht ganz sicher, ob das so sein sollte, wie ich es gerade hier unternehme. Ich glaube mal fast nein. Ich habe eigentlich ziemlich eine Überzeugung, dass nicht. Aber naja, was soll ich tun? Nein, nein, nein. Licht schon wieder aus, ist richtig. Schlüssel zum oberen Kerker haben wir bekommen. Ich kann hier, glaube ich, Hide and Seek durchlaufen. Kann das sein? Tja, schade. Keine Ahnung, ich bin zu blöd dafür. Also ich habe nicht mal ganz genau verstanden, wie das funktioniert. Also da stand irgendwas mit Y. Okay, mit denen will ich nicht. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ich bin Schillard Fitz Österlin, Gesandter des Reichs Nilfgaard, wo der herrlichste Herrscher aller Zeiten regiert. Emir Far Emreis. Was willst du von mir, Gesandter von Nilfgaard? Nur mit dir sprechen, Baronin. Ach, wirklich? Das würdest du dich nicht trauen, wäre mein Sohn noch am Leben. Nun, ich bedauere den Tod von Baron Lavalette zutiefst. Sei meines aufrichtigen Beileids versichert. Doch es ist genau dieser Verlust, der dieses Gespräch für beide Seiten gleichermaßen ratsam macht. Lasst mich los! Ich werde alleine gehen. Ich werde zurückkehren. Und dann zahle ich es dir heim. Gehen wir, Baronin. Dein Gejammer ist überflüssig.
Den hab ich nicht verstanden. Diese Ladepassagen sind total witzlos. So, wer ist das? Wer ist hier drin? Hey. Wo zum... Du bist zu früh dran! Dein Termin ist erst morgen! Du wirst mich wohl außer der Reihe hinrichten müssen, Henker. Warum greift der Schreiber mich an? Aua. Okay, ich kann... immer noch Magie bewirken. Vier Schläge kann ich landen. Wieder Noob-Strats, aber ist mir egal. 1, 2, ey. 3, 4, auch nicht. Nope. Okay, hier beim Blutungseffekt. Ah! Au! Wow. Wie kann ich eigentlich Quickslots benutzen? Wow, und da ist der Tod. Well, I did not saved. Scheiße. Ich habe vergessen zu saven. Ich habe vergessen zu saven. Und wo komme ich? Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.